Das Jahr 1892 Der Südende-Apparat Benannt nach dem neuen Übungsgelände, welches sich Lilienthal in Südende, einem kleinen Örtchen bei Lichterfelde, auswählte. Dort befand sich ein Areal, in dem durch Sandstich eine Stechwand entstand, die sich für die Versuche anbot. Lilienthal schrieb über diese Versuchsreihe und den neuen Apparat, den er auf den Erfahrungen des Vorjahres basierend auf dem Derwitz-Apparat entwarf und baute, dass er nun soweit sei, auch größere Flügelpaare von bis zu 16 Quadratmeter Flügelfläche zu versuchen, diese Versuche aber auf Tage mit geringer Windgeschwindigkeit beschränken wollte. Das Gesamtgewicht des Apparates betrug nach seinen Angaben 24 Kilogramm, was gemeinsam mit seinem Eigengewicht von 80 Kilogramm eine Startmasse von 104 Kilogramm ergab. Der Apparat ermöglichte ihm eine ganz beträchtliche Steigerung der Leistungen des Vorjahres von Sprüngen mit dem Bestfall bis zu 80 Metern Weite. Bemerkenswert an diesem Gerät ist ganz besonders die durchdachte und handwerklich sehr sauber ausgeführte Flügelform. Originale Zeichnungen und Skizzen Lilientals offenbaren uns, dass er das Gerät über einem Lehrgerüst baute dass die Form des Flügels hierdurch also sehr genau definiert werden sollte. Er wird deshalb auch in der Literatur häufig als über Leergerüst gebauter Segelapparat bezeichnet. Ein weiteres besonderes Merkmal des Flugapparates ist, dass die Flügelholme so ausgebildet wurden, dass am Ende des Gestellkreuzes Weidenrouten so angebracht waren, dass diese sowohl die zwei tragenden Hauptholme als auch zusätzlich vier weitere Hilfsholme im Inneren der Fläche bildeten. Die Fläche wurde durch insgesamt 18 weiten Ruten geformt, von denen neun an der Oberseite und die übrigen neun an der Unterseite der Holme befestigt wurden. Hierdurch entstand ein Tragflügel, der sowohl oben als auch unten mit Stoff bekleidet werden konnte. Diese großen aerodynamischen Vorteile wurden bei weiteren Experimenten von Otto Lilienthal wieder aufgegeben zugunsten nur einseitig an der Oberseite bespannter Flügelflächen. Diese hatten allerdings den Vorteil, durch aufschiebbare Profilschienen unterschiedliche Wölbungen der Flächen experimentell erforschen zu können und außerdem ein Zerlegen der Apparate ermöglichten. Dies kam sowohl dem Transport als auch der Lagerung der Gleiter zugute. Gleichzeitig wurde das Gewicht der Unterkonstruktion gespart, was die Gleiter leichter werden ließ. Die tragenden Luftkräfte der Flügel wurden durch Spanndrähte in das untere Ende des Gestellkreuzes eingebracht, während das Eigengewicht der Flügel am Stand durch Seile getragen wurde, welche an einem mittig angebrachten Spannturm befestigt waren. Das Leitwerk blieb ein einfaches Gerüst aus Weidenruten.